Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video. Eine Blitzberatung. Eine Blitzberatung ist dafür gedacht, dass ihr Blitz schnell eure Legung bekommt. Selbstverständlich anonym. Mein Honorar beträgt 10 Euro. Liebe Sialida, ich grüße dich. Du hast jemand kennengelernt, ihr versteht euch auch gut, aber es kam noch nicht zu einer Begegnung. Wie geht es weiter? Das klären wir bei diesem Orakel. Seine jetzige momentane Situation zeigt dieses Bild. Die Zahl 4 bedeutet hier seine Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität und Struktur. Die Kelchen symbolisieren die Gefühle. Also er hat eine Sehnsucht nach Liebe, Partnerschaft. Aber er zieht sich immer wieder zurück. Er lässt es nicht zu, obwohl das entspricht seiner Sehnsüchte. Indirekt lässt sich auch warten. Hat er einen Plan? Dieses Bild zeigt oder gibt die Antwort. Wieder die Zahl 4. Und das bedeutet nochmal seine Bedürfnisse nach Sicherheit, Stabilität und Struktur, auch in die Liebe, Partnerschaft. Er muss aber erstmal das verinnerlichen. Sicherlich hat vieles erlebt, was mit Tränen verbunden sind, Enttäuschungen. Und er lässt es jetzt nicht zu, weil er Angst hat vor weiteren Enttäuschungen. Aber er kann das ganz gut verinnerlichen und das entspricht seinen Bedürfnissen. Was ist der Fokus? Das zeigt dieses Bild. Die Zahl 0 bedeutet Gedanken, Ideen, schon Vorhaben, aber noch keine Schritte zu machen, weil er weiß nicht, was dann kommt. Es ist alles noch in die Schwebe. Wenn er handelt und ihr beide trifft, er weiß nicht, ist es noch die sicheren Boden unter seinen Füßen oder stürzt in die Tiefe. Er weiß nicht, was dann ihn erwartet. Das ist die Unsicherheit, was er verspürt. Hat er Einflüsse von außen? Dieses Bild zeigt Vergangenheit. Das sind die Erinnerungen. Die Erinnerungen, wo er immer wieder geflüchtet hat. Weil das hat gebrannt. Das war immer wieder Situationen in seinem Leben, wo er einen Ausweg gesucht hat. Also zeigt die Vergangenheit. Das, was ihn beeinflusst, diese Erinnerungen, wird sich ändern. Diese Königin gibt die Antwort. Die Bilder haben symbolische Bedeutung und das zeigt seine Haltung. Wenn er diese Bewunderung bekommt und wird dieser rote Teppich ausgerollt, dann fühlt er sich selbstsicher, dann kann er sich bewegen. Aber das dauert. Er braucht noch Kraft. Und das zeigt dieses Bild. Diese Brücke symbolisiert eine Übergangsphase. Es ist nicht mehr so, wie das mal war. Die eine Ufer hat er verlassen, aber er ist noch nicht angekommen, weil er bewegt sich noch in diese Brücke. Warum? Weil er fühlt sich kraftlos und er braucht Zeit, bis er wieder Kraft und Mut hat, etwas Neues starten und dann bewegt euch beide in dieselbe Richtung. Und das ist Richtung Partnerschaft. Spielt eine andere Frau eine Rolle? Dieses Bild zeigt eine Frau, wo wütend ist. Oder diese Frau macht ihn wütend. Die Münzen symbolisieren
die Finanzen. Entweder hat er Wut, weil sie will Geld, oder kennt diese Frau im beruflichen Umfeld. Es ist keine Beziehung, sondern diese Frau macht ihm Schwierigkeiten. Und die nächste Karte zeigt das auch. Die Bilder haben symbolische Bedeutung. Und diese Dame zeigt sein Verhalten. Er ist die Gebende. Ich gebe, ich gebe, ich gebe. Und diese Frau fordert und fordert und fordert. Das ist immer noch eine große Herausforderung. Entweder ein Ex und sie will von ihm Geld, oder er wird im Arbeitsplatz ausgenutzt. Entweder ist sie ein Ex-Partnerin und will von ihm Geld, oder betrifft die Arbeit und er fühlt sich ausgenutzt, aber Probleme hat mit Finanzen und mit dieser Frau. Wie betrachtet er dich? Das zeigt hier dieses Bild. Er hat diese Gedanken, dass du möchtest hinter ihm verstecken. Vielleicht eine gewisse Angst, was ist dann, wenn ein großer Sturm kommt und du suchst die Halt. Er hat das Gefühl, du möchtest bei ihm die Halt zu finden und er soll dich beschützen. Er wird das sicherlich tun, dich zum Beschützen, dich zum Halt geben, aber es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Was kannst du tun? Diese Karte zeigt die Angstbefreiung. Im Hintergrund, diese dunkle Farbe symbolisiert die Angst. Diese Dame schaut schon weg, aber die Angst ist noch da, noch spürbar. Ihre Richtung ist Licht und das ist schon die Befreiung. Und hier zeigt sich die Leichtigkeit und das Spielerische. Du befindest dich gerade in diesem Prozess, dich zu befreien von deinen Ängsten. Und das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Wohin führt das? Die Ergebnis, das zeigt hier diese Liebespaar. Und da brauche ich nicht allzu viel dazu sagen. Das ist die Liebe, das ist Partnerschaft und das von beiden Seiten, wenn du dafür offen bist. Ich würde intuitiv sagen, dass du noch mit jemand begegnest oder kehrt noch jemand zurück von deiner Vergangenheit. Ich würde nicht allzu auf ihn projizieren, obwohl die Ergebnis zeigt, wenn ihr näher kommt, hast du die Möglichkeit, diese Liebe vertrauen und auch genießen. Ich stelle jetzt eine konkrete Frage. Hast du wirklich diese Chance, mit diesem Mann eine schöne, harmonische Beziehung einzugehen? Ja, nein oder vielleicht? Wenn die Pendel nach rechts ausschlägt, bedeutet ja, auf jeden Fall. Wenn die Pendel nach links ausschlägt, bedeutet nein. Wenn die Pendel stehen bleibt, dann kommt ein vielleicht oder bedeutet, wir sollen diese Frage noch nicht stellen. Hast du diese Chance, mit ihm eine schöne, harmonische Beziehung einzugehen? Die Antwort ist ja. Diese Chance hast du. Liebe Cialeda, so könnte ich deine Frage beantworten. Ich bedanke mich für deine Treue, ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute und alles Liebe. Und das war diese Aufnahme. Wenn euch es gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici.